Nun, wie gesagt, der erste Referent. Es freut mich sehr, René Koch zu begrüßen. René Koch ist Ingenieur der Elektrotechnik, hat bei der Swisscom und beim Wacom gearbeitet, kennt also auch die Privatwirtschaft und ist seit 2008 nun der Leiter des Überwachungsdienstes der Bundesverwaltung. Und da, denke ich, wird uns jetzt einige Einblicke geben, wie Überwachung ganz konkret funktioniert, damit wir uns auch ein Bild machen können, was ist heute schon gang und gäbe und was wird vielleicht auch in Zukunft mit diesem neuen Bild der Fall sein, wie werden wir in der Schweiz überwacht. Vielen Dank, dass Sie da sind und wir sind gespannt. Gerne. Danke Ihnen recht herzlich für die einleitenden Worte. Sehr verehrte nationale Ständerätinnen, sehr verehrte nationale Ständeräte, sehr verehrte Damen und Herren. Ich wurde gebeten, heute Abend hier eine Kurzpräsentation über den Dienst Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr Ihnen zu bieten. Und der Einladung bin ich sehr gerne nachgekommen. Die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs ist eine wichtige Maßnahme, eine wichtige Hilfe für die Strafverfolgungsbehörden bei der Ermittlung von Straftätern. Als geheime Überwachungsmaßnahme kann man eine Fernmeldeüberwachung aber nicht einfach so anordnen. Es müssen ganz bestimmte Voraussetzungen dafür gegeben sein, die in der Strafprozessordnung aufgeführt sind. So müssen der dringende Verdacht bestehen, eine bestimmte Straftat nach Straftatenkatalog der Strafprozessordnung, dass der vorliegt. Es muss die Schwere der Straftat nachgewiesen sein und es müssen die bisherigen Untersuchungshandlungen erfolglos geblieben sein oder sie müssen unverhältnismäßig erschwert oder gar verunmöglicht werden. Auf unserer Internetseite des Dienstes auf www.li.admin.ch können Sie bei Bedarf die Statistiken zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs in der Schweiz nachschauen und auch in speziellen Excel-Tabellen, wo wir die ganze Datenbasis darlegen, nachschauen, welche Straftaten nun im Detail begründet werden, um eine Überwachung des Fernmeldeverkehrs anzuordnen. Den Dienst Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr kommt bei der Fernmeldeüberwachung eine bedeutende Aufgabe zu. Zum einen sind wir dafür verantwortlich, die Post- und Fernmeldeüberwachung für die im Rahmen der Strafverfahren sicherzustellen, die Notsuche nach vermissten Personen umzusetzen und Auskünfte über Fernmeldeanschlüsse zu bieten. Die Aufgaben des Dienstes, hören sich ein bisschen unspektakulär und auch ein wenig unscheinbar an. Wenn man aber schaut, welche administrativen Aufgaben damit verbunden sind, welche rechtlichen, auch datenschutzrechtlichen oder technischen Aufgaben damit verbunden sind, dann sieht man die Komplexität dieser Aufgabe sehr gut. Es ist nicht nur die qualitative Anforderung, die hier zu erwähnen ist, sondern vor allem auch die quantitative. So haben wir im Jahr 2012 rund 15.000 Überwachungsmaßnahmen geschaltet. Es sind rund 3.000 Echtzeitüberwachungen, also Überwachungen, bei denen der Gesprächsinhalt mit übermittelt wurde, rund 7.000 rückwirkende Überwachungsmaßnahmen, wer hat wann, mit wem, wie kommuniziert, und rund 5.000 technisch-administrative Auskünfte, welche Vertragsverhältnisse lagen vor und so weiter. Daneben waren es rund 400 Notsuchen. Eine Notsuche wird dann angeordnet, wenn einer vermissten Person, deren Leib und Leben gefährdet ist, um sie auffinden zu können, dass man hier die Mittel der Telekommunikation zur Hilfe zieht, um diese Person wieder zu finden. Und es würden rund 200.000 Auskünfte via Adressierungselemente via unserem Dienst den Strafverfolgungsbehörden bekannt gegeben oder zugänglich gemacht. Die Auswirkungen unserer Arbeit sind, wie eingangs erwähnt, schwere Straftaten, Vergewaltigung, Raub, Mord, Geiselnahme. Es sind Straftaten, die in einem Straftatenkatalog in der Strafprozessordnung aufgeführt sein müssen. Ohne diese kann man keine Fernmeldeüberwachung
verfügen und es wird keine Familienüberwachung durch die Zwangsmaßnahmegerichte genehmigt. Dann, wie gesagt, ist Ordnung von vermissten Personen, deren Leib und Leben gefährdet ist und die Unterstützung von internationalen Rechtshilfebegehren. Es ist hierbei wichtig anzufügen, dass der Dienst seine Dienstleistungen einzig den schweizerischen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellt. Also wenn es sich um ein internationales Rechtshilfebegehren handelt, dann wird via eine nationale Strafverfolgungsbehörde hier die Maßnahmen angeordnet oder die Auskünfte eingefordert. Ohne eine Fernmeldeüberwachung wäre in einzelnen Fällen, so die Aussagen der Strafverfolgungsbehörden, die Aufklärung von einzelnen Straftaten überhaupt nicht möglich. Das ist vor allem im Bereich der Betäubungsvergehen gegen Betäubungsmittelgesetz oder bei der Wirtschaftskriminalität häufig der Fall. Dem DINSÜV kommt hier eine wichtige Mittlerrolle zu. Zum einen haben wir auf der einen Seite rund 300 Nutzer der Systeme, die der Dienst über Postenfernmeldeverkehr zur Verfügung stellt. Mitarbeitenden der Strafverfolgungsbehörden, die die Daten auf unseren Systemen analysieren, verschriften, übersetzen und somit der Ermittlungstätigkeit zugänglich machen. Auf der anderen Seite heute rund 300 oder um die 300 verpflichtete Dienstanbieter, die nach heutigem Gesetz alle gleich verpflichtet sind, den Fernmeldeüberwachung sicherzustellen, also Echtzeitüberwachungen sicherzustellen und rückwirkende Daten zu liefern. Hier müssen entsprechende Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden, es müssen entsprechende Vorschriften erlassen werden, die die Datenlieferung von den Verpflichteten auf die Systeme des Dienstes beschreiben und somit überhaupt die Datenlieferung ermöglichen. Es ist aber nicht nur eine Mittlerrolle, die der Dienst hier annimmt, sondern es ist, ich habe es rot gekennzeichnet, eigentlich ein richtiges Konflikt- und Spannungsfeld. Auf der einen Seite haben Sie die Strafverfolgungsbehörden, Sie möchten möglichst alle Daten möglichst sofort und umgehend in Echtzeit und natürlich kostenlos. Auf der anderen Seite haben wir die Verpflichteten, Sie möchten möglichst wenig Daten liefern, Sie möchten möglichst keine Investitionen tätigen und Sie möchten natürlich für Ihre Aufgaben und Arbeiten entschädigt werden, möglichst kostendeckend entschädigt werden und somit möglichst hohe Entschädigungsleistungen haben. Aber auch das Parlament, der Bundesrat und das Departement haben Forderungen an den Dienst, dass wir die Sicherheitsvorschriften einhalten, dass wir Gesetz und Verordnung überprüfen, dass diese eingehalten werden. Sie werden sagen, ja, ist doch ganz selbstverständlich und überhaupt nicht erwähnenswert. Aber wenn man dann den Fall anschaut, dass für eine Straftat vielleicht virenverseuchte Daten entgegengenommen werden müssen, die als Beweismittel zählen und somit nicht verfälscht oder verändert werden dürfen, dann haben Sie eben auch virenverseuchte Daten auf Ihren Systemen und dann wird es, zumindest dann wird es spannend, die Sicherheitsvorschriften des Bundes umzusetzen, die eigentlich sagen, dass virenverseuchte Daten zu analysieren sind und umgehend zu löschen sind. Da sind Sie dann im Konfliktfeld zwischen den Wünschen, den Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden und den Sicherheitsvorgaben, die Sie sonst umsetzen müssen. Alle Dienstleistungen müssen rund um die Uhr das ganze Jahr erbracht werden. Der Dienst hat hierzu einen Picketdienst. Das bedingt auch, dass die Fernmelddienstanbieterinnen einen Picketdienst haben, um Überwachungsmaßnahmen entgegennehmen zu können und durchführen zu können. Häufig ist es nicht alles möglich, in der Nacht oder außerhalb der Bürozeiten zu regeln und dann ist es eben zumindest entgegenzunehmen und möglichst umgehend diese Überwachungsmaßnahmen umzusetzen. Die Rechtsgrundlagen für die Überwachung des Postenfernmeldeverkehrs sind zum einen natürlich in der Schweiz, in der Bundesverfassung geregelt. Es ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bevölkerung und deshalb sehr wichtig, dass man hier die gesetzlichen Regelungen hat, wie man inwieweit man in diese Grundrechte der Bevölkerung eingreifen darf. Das Schweizerische Strafgesetzbuch, das die Straftaten beschreibt, in welchen eine Fernmeldeüberwachung angeordnet werden kann,
oder die die Straftat an sich beschreibt, die Schweizerische Strafprozessordnung, die dann das ganze Verfahren beschreibt, in der auch der Straftatenkatalog abgelegt ist. Und dann das jetzt in den parlamentarischen Diskussionen befindliche Revision des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmittelverkehrs. Ein Zungenbrecher, wie wir vorhin schon gemerkt haben, auch Frau Sommaruga tut sich regelmäßig schwer mit Üpf und Büpf und so weiter. Hier die Neuerung, das aktuelle Gesetz ist datiert immerhin auf Oktober 2000, also seit dieser Zeit ist sehr, sehr viel passiert im Fernmeldesektor. Wenn man wie heute sieht, dass so eine Gesetzesvorlage etliche Monate bis Jahre hat, bis es überhaupt dann in Kraft tritt, dann sieht man, welche Technologien in den 90er Jahren vorhanden waren, auf deren Basis man dieses Gesetz dann geschrieben hat. Und mittlerweile haben sich hier doch sehr gravierende Neuerungen gegeben. Wichtig ist vor allem zu sehen, dass wir heute vermehrt Dienste überwachen möchten und nicht mehr Netzanschlüsse und dass man hier Änderungen braucht. Darauf aufbauend haben wir die Verordnungen, heute die WIPF und die Gebührenverordnung. Es ist so, dass man bestimmte Sachverhalte, die heute nur auf Verordnungsstufe geregelt sind, wie zum Beispiel der Betrieb vom Verarbeitungssystem, dass man solche Dinge im Gesetz regeln möchte. Die Richtlinien, die heute der Dienst erlässt, möchte man als Departementsverordnungen oder als Bundesratsverordnungen neu deklarieren und in Kraft setzen. Und hier hat sich auch eine Verschiebung des Rechtsverständnisses ergeben, dem man hier mit der Gesetzesrevision nachkommen möchte. Ich möchte Ihnen noch kurz zeigen, wie überhaupt so eine Überwachungsmaßnahme, wie man sich das vorzustellen hat. Der Dienst bekommt eine Verfügung von der Staatsanwaltschaft. In dieser Verfügung wird das Adressierungselement, das überwacht werden soll, dargelegt und die Dauer von der Überwachungsmaßnahme. Der Dienst prüft diese Verfügung formell, schaut, welche Fernmeldedienstanbieter hier von betroffen ist. Die Fernmeldedienstanbieterin wird die entsprechenden Daten aufbereiten und uns über gesicherte Überwägungswege zusenden, übertragen. Diese Daten werden dann auf unseren Systemen so aufbereitet, dass auf der anderen Seite die Strafverfolgungsbehörden hier darauf zugreifen können, die Daten verschriften, analysieren, übersetzen können und somit ihrer Ermittlungstätigkeit nachkommen können. Nach Abschluss von der Überwachungsmaßnahme, die ebenfalls verfügt wird, werden die Daten aus dem System gelöscht, heute auf Archivdatenträger gebrannt und den Strafverfolgungsbehörden zur Archivierung und zur weiteren Verwendung zugesendet. Mit dem Gesetz ist auch hier eine Änderung vorgesehen, nämlich dass man diese Daten so lange, bis die Verjährungsfristen aufgehoben sind, auf dem System belässt, dass man hier eine Langzeitspeicherung vorsieht. Denn es wird immer komplizierter und aufwendiger, diese Daten dann auch überhaupt auf Datenträger brennen zu können und diese den Strafverfolgungsbehörden zusenden zu können. Alle unsere Dokumentationen, unsere Grundlagen, unsere Statistiken können Sie auf unserer Homepage elli.admin.ch einfach nachlesen. Sie finden hier die Kontaktadressen, Sie finden die neuesten Versionen oder die aktuellen Versionen von der BÜPF inklusive Botschaft, die Verordnungen, die technischen Richtlinien. Also hier kann man sehr offen nachlesen, wie die Fernmeldeüberwachung in der Schweiz praktisch umgesetzt wird, welche Anforderungen an die Verpflichteten, vor allem an die Fernmeldedienstanbieterinnen, gestellt werden und wie die Daten somit zu übertragen sind. Zumindest die technischen Richtlinien sind sehr, sehr technische, wirklich sehr, sehr, sehr technische Dokumente, wo man sich sehr tief hineinknien muss, um es zu verstehen. Und das wird hier eine große Herausforderung werden für unsere Juristen, diese technischen Richtlinien dann im Rahmen von der Gesetzes- und den nachfolgenden Verordnungsrevisionen wirklich als Bundesratsverordnung zu formulieren und durch die ganzen Ämterkonsultationen und so weiter wirklich durchzubringen. Soweit meine Ausführungen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und werde jetzt noch oder im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen.